Hi, in dieser Serie zeige ich euch die Up-to-Date-Grundlagen der Webentwicklung von A bis Z. Vom Arbeitsplatz-Setup, den Werkzeugen, Tools bis zur Veröffentlichung und Betreuung einer Webseite oder einer Web-App und die zahlreichen Technologien, die dazwischen liegen. Sich in den Webtechnologien wenigstens grundlegend auszukennen, ist heutzutage unerlässlich und wichtig. Fast jeder kommt oder wird damit in Berührung kommen. In dieser Serie-Playlist möchte ich euch den kompletten Workflow der Webentwicklung vom Anfang bis zum Ende aufzeigen. Wir werden unsere Werkzeuge vorbereiten und bereitstellen, aufzeigen, wo man sich Informationen holen kann und was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Alles kann nachgemacht werden. Und wir stellen ein GitHub-Repo mit dem Verwendungscode zur Verfügung. Wir werden dabei einen oder wenige von tausend möglichen Wegen gehen. Wir bevorzugen das Allgemeine vor dem Speziellen, das Grundlegende vor dem schnell alternden Spezialwissen. Wir werden dennoch Verweise und weiterführende Möglichkeiten und Techniken aufzeigen. Ich bin Sto und arbeite bei Sartre, Switzerland in Einsiedeln. Wir machen Webdesign, Webentwicklung, beraten Unternehmen zu Online-Strategien und geben unser Wissen mit Vorortkursen und Online-Kursen weiter. Bitte liked und abonniert diesen Kanal mit der Glocke, damit ihr über weitere, über neue Inhalte Informationen erhaltet. Des Weiteren könnt ihr euch für den Newsletter auf der sartre.ch-Seite registrieren. Unsere Agenda für diese Serie sieht folgendermaßen aus. Wir starten mit dem Setup des Computers. Wir installieren die nötigen Werkzeuge, zeigen die Technologien dazu auf. Weiter gehen wir mit den Grundlagen des Internet, HTTP, IP, Protokolle und Server-Client-Model. Das Server-Client-Model ist sehr wichtig und zentral in diesem ganzen Thema. Grundlagen HTML, wir werden dann mit dem Code anfangen. Weiter gehen wir mit den Grundlagen CSS, wir stylen das Ganze. Folglich darauf kommen wir zu Grundlagen JavaScript. Nachdem wir das alles zusammen haben, weiterführendes JavaScript, Frameworks, Libraries, wie React, Angular, Vue. Im nächsten Teil werden wir dann den Backend-Bereich kennenlernen, den Serverbereich, dienliche Funktionen, Cloud-Server, Cloud-Server-Provider feststellen, kurz auf WordPress eingehen, Microservices etc. Alles, was im Hintergrund nicht im Browser selber spielt. Am Schluss werden wir alles zusammenfügen und veröffentlichen. Da wir diese Videos nach und nach publizieren, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren und die Notifications-Glocke anzuklicken, damit ihr über die nachfolgenden Episoden Folgen informiert seid. Für Leute, die aus Einzelnen kommen, mit Kindern zwischen 8 und 14, bieten wieder unseren erfolgreichen Kids-Programmieren-Kurs an. Die Anmeldung geschieht über Kids 2020 auf unserer Webseite. Es gibt noch einige Plätze frei. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Bye. Sieht gut aus. Fertig.